Moin, und willkommen zum Supermarkt-Simulator. Ignoriert einfach das Gedönse, was da liegt. Das ist nicht so wichtig. Ich habe ein paar Sachen dazu geholt. Ich habe nochmal einen Kredit aufgenommen, habe gestern noch umgebaut. Hatte ich eigentlich in der letzten Folge, habe es aber rausgeschnitten, weil es dann doch etwas langwierig gewesen ist. Und ich die Folgen jetzt aktuell nicht so lang machen möchte. So, den wollte ich eigentlich noch ein bisschen anders hinstellen. Habe mir aber gedacht, ich lasse den dann doch so stehen. Weil es sonst nicht anders passt. Das nächste, was wir jetzt machen werden oder machen müssten, wäre jetzt im Endeffekt sparen für den nächsten Ausbau. Das heißt, oder das Lager ausbauen. Ich würde ganz gerne eigentlich erst das Lager komplett ausbauen, obwohl das eigentlich auch doof ist. Weil es erst sinnvoller ist zu sagen, lass uns erstmal den Wachstum machen. Dass wir da so ein bisschen größer werden, weil dann könnten wir wiederum mehr Produkte holen. Also nächste Produktlizenz steht hier schon in den Startlöchern. Das heißt, wir würden hier dann nochmal ausbauen. Nochmal eine Reihe. Dass unsere Kassierer da ein bisschen mehr Platz haben, dass das ein bisschen schöner ist, weil hier habe ich jetzt eine Lücke drin, das ist auch nicht so toll. Aber irgendwo müssen die Leute ja im Endeffekt herlaufen und wenn wir das ein bisschen größer haben, können wir das auch ein bisschen anders gestalten. Und wie gesagt, ich habe ja vor, das Ganze so zu machen, dass wir wirklich von einer Ware eine komplette Fünferreihe haben. Ja, weil das Geld sollten wir am Ende nachher eigentlich reinbekommen, das sollte kein Problem sein. Vor allem jetzt mit dem Sale und so weiter und so fort. Ich habe auch zu viel Ware dabei, wie man sieht. Ich habe hier massenweise noch Ware im Lager stehen. Habe hier teilweise sogar doppelt gelagert, was hier Ware betrifft. Und das muss erstmal weg. Ich habe auch zu viele Kelloggs. Ja, ich habe einfach zu viel bestellt hier momentan. Also das muss erstmal alles raus. Das heißt, wir werden in nächster Zeit wahrscheinlich nicht bestellen. Sogar noch ein Regal bestellt hier. Und habe hier auch noch jede Menge da stehen. Also wenn man jetzt noch klauen könnte, also wenn die KI klauen könnte, die würde sich hier reichlich bedienen. Und ich würde es ihr nicht mal übel nehmen. Also ich müsste eigentlich überall direkt hier 20% Sale reinhauen und sagen, hey, hier, kauf das mal weg. Machen wir aber im Endeffekt nicht. Ja, den Kredit lasse ich jetzt nebenbei runterlaufen. Jetzt zahle ich jetzt jeden Tag die Rate, statt den abzubezahlen. Und ja, ansonsten machen wir jetzt erstmal nichts mehr. Das ist halt auch so ein Punkt, wo ich ja schon gesagt habe, auch im Stream, das stört mich so ein bisschen. Es braucht ein neues Update. Es muss frischer Wind reinkommen. Ja, ich würde mir wünschen, dass das wirklich mit dieser Gang ist, dass du wirklich nur deine Gang halt reinbringst, Online-Shopping reinbringst. Du lässt dir von der Gang Geld. Ja, und die wollen dann immer mehr wieder haben. Du musst versuchen, deinen Laden aufzubauen. Also so ein, quasi so einen Hardcore-Modus gleich noch mit reinzubauen, wo das Ganze wesentlich schwieriger ist. Die Kunden, ja, dass du so ein Ruflevel bekommst, zum Beispiel, wenn du jetzt so Sternebewertung, wie bei Amazon zum Beispiel. Dass du, wenn du zu teuer bist, dass die Sterne runtergehen, wenn du keine Angebote machst, dass das zu teuer wird, dass die Leute dann meckern und so weiter und so fort. Ja, ein anderes Tablet natürlich, ne, wie man das schon in der Beschreibung hatte, weil die Auffüller. Ja, die nehmen uns sehr viel Arbeit ab im Endeffekt. Ja, das ist auch gut. Ich überlege die erste Zeit, wo ich damit angefangen habe. Ich habe alles alleine gemacht. Ich habe Stunden dran gesessen, alles aufzufüllen. Und jetzt kann man nicht hier rum und laufe hier rum und weiß nicht, was ich tun soll. Ja, das ist halt das Interessante. Ich könnte jetzt die ganze Zeit an der Kasse stehen. Es wird aber natürlich auch uninteressant mit der Zeit. Deswegen macht es für mich momentan keinen Sinn, das in den Livestream rüber zu packen, weil wir haben nichts zu zeigen. Alles, was ich hier zeigen kann, kann ich auch euch in der Aufnahme zeigen. Könnt ihr euch jederzeit angucken. Kommt täglich live eine Folge, mache die Folgen jetzt so ein bisschen kürzer, damit ich ein bisschen Vorlauf schaffen kann für nächste Woche. Aber es kommen halt jeden Tag Folgen. Also wenn ihr das gucken wollt, jeden Tag kommen da Folgen, einfach mal reinschauen, dann seht ihr das im Endeffekt auch. Weil ich mache nichts anderes momentan. Stehe an der Kasse, füll auf, ja, guck jetzt, was jetzt die Ware nach. Die Jungs, die sind so gut dabei, die machen alles allein. Ich habe so viel Zeug hier, dass ich das nicht mehr wegtragen kann. Hast du jetzt Puderzucker mitgenommen? Nein, hast du nicht. Deswegen, da macht auch die Allergie so ein bisschen gerade Probleme, die hat auch keinen Bock. Deswegen, ich warte im Endeffekt nur drauf, dass das nächste Update kommt, dass wir da endlich neue Sachen drin haben. So, den mache ich mal weg. Ich habe auch sogar genug Platz mit den Regalen aktuell. Ne? Es ist ja halt auch so, dass ich da mehr als genug Platz habe. Den 5er Regal, die es im Originalspiel ja auch gar nicht gibt. Das ist ja auch eine Mod. Ich habe ja vieles durch die Mods damit reingepackt. Das Ganze so ein bisschen interessanter zu gestalten im Endeffekt. Deswegen mehr Sachen hinzuzufügen. Mal hier selbst Müsli habe ich massenweise. Müsli wird auch nicht so viel gekauft. Das ist traurig irgendwie, ne? Es wird nicht so viel gekauft. Wir haben auch mehr Kunden drin am Tag. Das ist es ja nicht. Die Leute kaufen nicht alles. Komm, wir machen Müsli auch 20% Sales. Bam. Ich muss das wegkriegen. Ich brauche Platz, Leute. Ja, Cleaner. 20% Sales. Nimmt reichlich. Und hier haben wir ja auch natürlich die neue Gefriertruhen. Wo wir zum Beispiel mehr Sachen stapeln können. Das ist ja auch durch eine Mod. Und, er nimmt reichlich hier. So habe ich das gerne. Kauf reichlich viel. Ja, machen wir am Ende natürlich Minusgeschäfte, aber ich die Ware endlich weg und kann das einsortieren. Und,
Da spare ich auch jede Menge Platz wiederum mit, ne? Mit dieser Mod. Dass ich hier mehr lagern kann. Deswegen, das ist ja auch nicht verkehrt. Ja, das sollte man auch so vielleicht immer mit der Zeit standardgemäß ins Spiel bringen. Dass man solche Sachen hat. So, Cola, wie sieht es hier aus? Die ist, glaube ich, auch soweit voll. Ich kann momentan nicht viel machen. Das ist halt das Problem. Also 2000 könnte... Also ich könnte gleich schon die nächste Lizenz wieder kaufen. Ja, es wäre sogar eine Möglichkeit, das zu tun. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt halt erstmal ausbauen. Weil Geld kriegen wir momentan genug. Und ich denke, da sind wir gut dabei, wenn wir jetzt erstmal den Laden ausbauen. Wachstum 2600. Die haben wir gleich drin. Das ist kein Problem. Tür ist ein Weg. Das ist kein Problem. Natürlich hat es auch Vorteile, wenn wir mehr Lizenzen anbieten, weil wir haben natürlich dann mehr Ware, die wir verkaufen können. Auf der anderen Seite ist das Problem, wenn du mehr Ware hast, die du verkaufst, brauchst du mehr Platz. Und das haben wir momentan einfach noch nicht, dass wir das alles anbieten können. So, 6640, bitteschön. Weil man darf natürlich nicht vergessen, das Spiel ist immer noch in der Entwicklung. Es ist immer noch Early Access, das ist noch nicht fertig. Da wird noch einiges kommen. So, Schokolade, haben wir da noch Schokolade? Ich bestell die mal eben. So, dann können wir gleich direkt unsere Sachen hier einordnen. Achso, guck mal, Regal. Achso, Restock hat schon geholt. Bin ich auch vor dir, Kollege. Da ist der Karton schon wieder leer. Zack, bam, weg damit. Zack. Auch die Mülltonne, warum muss die draußen stehen? Können wir die nicht irgendwo hier drin zur Seite stellen oder irgendwo in der Nähe, dass ich nicht so weit laufen brauche? Ja, es nervt mich irgendwie, dass die so weit wegsteht. Das könnte man zum Beispiel auch reinmachen, dass die Müllabfuhr regelmäßig kommt, die Kartons abholt und sowas, ne? Dass die Mülltonne irgendwo hinstellen muss. Dass du das nicht vergisst, dass die halt ein gewisses Limit hat, wo du die auffüllen kannst und so weiter und so fort, ne? Also Online-Sachen, wo du halt, da habe ich gesehen, da gibt es auch eine Mod für, da hat man sich auch was einfallen lassen, hast du halt einen Briefkasten, wo du halt die Ware reinpackst. Was ist hier Minuspunkte? Was fehlt hier? Wait, was fehlt hier? Honig. Ne, Honig ist doch da. Irgendeine Ware fehlt gerade. Habe ich vergessen, eine Ware zu bestellen? Er sagt jetzt nichts. Wieso habe ich gerade Minuspunkte bekommen? Oder ist irgendwas leer gelaufen gewesen, dass da... Ne, Hühnchen ist auch noch da. Hm. Also auf jeden Fall habe ich gerade einen Minus bekommen. Ich weiß allerdings noch nicht, warum. Würde mich aber auch interessieren, warum, weil ich jetzt nicht gesehen habe, warum. Mensch. Hm. Gut. Dann ist das halt so. Was willst du machen? So. Und 15. Bitteschön. Ich wundere mich gerade, warum wir Minus hatten. Was siehst du, jetzt bin ich bei 3600. Guck mal, 3700. Es läuft. Also wir verdienen hier genug Knete eigentlich im Endeffekt. Es dauert nur seine Zeit. Was habe ich denn hier, was fehlt? Ich habe alles da. Also es kann jetzt sein, dass hier fehlt eigentlich gar nichts. So, Verwaltung. Machen wir Wachstum. Zack. Haben wir die nächste Ecke freigeschaltet. Müssen wir natürlich noch Licht reinbauen, dann müssen wir noch zwei holen, dass wir da ein bisschen größer sind. Da könnte ich die Kassierer zum Beispiel reinpacken nachher. Dass der da schon mal aus dem Weg ist. Möbel, wir brauchen einmal Licht. Ansonsten helfe ich den Jungs mal eben hier mit dem Auffüllen. Damit das hier ein bisschen zu... Oh, Mehl habe ich keins mehr, sehe ich gerade. So, mal gucken, ob ich noch draußen welche stehen habe. Es kann sein, dass da draußen noch welche steht. Muss ich da erstmal gucken. So, Orangensaft. Regal ist voll. Ja, zu viele Ware. Zu viel Ware. Oh, was willst du machen? So, den stellen wir da rein. Was ist mit der Cola? Da ist gar nichts von weggegangen. Oh, also gekauft haben sie es. Also so ist es nicht. War jetzt nicht so viel, dass ich das rechnen würde, dass ich da, ja, was aus dem Regal nehmen würde, im Endeffekt.
So, also Honig haben wir auch mehr als genug. Da wollte gerade sagen, das müssen wir noch auffüllen. Milch haben wir auch noch da. Kellogg's ist egal, da habe ich auch noch jede Menge von da. So, wir füllen das mal eben auf. Dann will ich nämlich gleich für den nächsten Tag schon mal den, jawohl, einen Cut. Ja, könnte ich schon machen im Endeffekt, ne? Ich könnte das ja relativ kürzen. Und 10 Minuten pro Folge ist auch ein bisschen zu kurz. Dann machen wir 2 Tage rein im Endeffekt. So, machen wir direkt hier den nächsten Tag hier. Schmeiß ich mal eben hier weg. So, zack, bam. Ein Produkt wurde nicht gefunden. Mhm. Aber welches Produkt nicht gefunden wurde, das ist halt auch wieder der Punkt, den ich kritisiere. Wenn ein Produkt nicht gefunden worden ist, dann sag mir doch welches, damit ich weiß, was da gefehlt hat. Ja, das wäre doch wesentlich sinnvoller. So. Dann habe ich den Kassierer jetzt da drüben. Dann kann ich zum Beispiel das hier wegräumen. Und das da hinpacken. Ist keine Weihnachtsmusik. So. Dann packen wir den da drüben hin. Dann haben wir da wieder ein bisschen Platz. Wo habe ich denn hier jetzt meine Kelloggs? Da habe ich nämlich auch noch irgendwo welche stehen. Puderzucker habe ich hier zum Beispiel noch. Sale nehme ich aber heute raus. Heute gibt es keinen Sale. Weil dann haben wir ja, ich habe ja gesagt, zu Beginn des Streams machen wir immer, also zu Beginn der Aufnahme, ist immer ein Sale. Heute gibt es keinen. So, jetzt habe ich hier jede Menge Platz wieder, um das hier nachher wieder zu füllen. Da könnte man nachher gucken, was wir da reinmachen. Jetzt habe ich die Sachen schon bestellt mit dem Mehl und sowas. Ich glaube nicht, ne? Ich bestelle die mal eben so. Der Restocker hat sich das Wasser schon genommen. Dann pack das doch trotzdem da rein. Da ist doch Platz. Wollte kein Glück mit der Musik. So, haben wir noch Wasser da drin? Ne, das passt alles. Okay, da kann die auch weg. Ach ne, er hat ja noch, Wasser in der Hand oder wie oder was? Da ist auch aufgefüllt. Warum packst du den Thunfisch dahin? Der hat doch da gar nichts zu suchen. Meine Güte. So, auch weg. Das Regal ist auch voll. Was ist das? O-Saft? Das ist wieder voll. Mache ich den mal da rein. So, die kaufe ich mal eben. Leck mich doch. Den scheiß Karton da rein und dann ist gut. So, Lafunzel. So. Dahin, den nehmen wir mal da raus. Da habe ich auch noch 24 Stück von. Ach, Alter. Viel zu viel Ware. So, alles, was jetzt zu viel ist, backe ich darüber. Dahin. So, der kommt auch raus. Das ist das Regal, das schmeiße ich mal. Kann ich nicht dahin werfen. Oh cool, das passt sogar da rein. Nice.
So, Mehl. Auch zu viel. Wir haben jede Menge Mehl hier. Da, das gibt's ja gar nicht. Und auch weg. Er ist doch nicht offen, Kind. Chill doch mal deine Base hier. Die Leute sind ja ganz schön ungeduldig hier. Gibt's ja gar nicht.